Kann man den vielleicht benutzen irgendwie? Unsinn. Was soll er damit? Keine Ahnung. Ja. Kommen wir nur zu dem Fest verriegt. Hallo? Niemand macht. Den Typen kämen wir dann. Okay, jetzt werden wir wieder hier. Tja. Was nun? Haben wir irgendwas vergessen dort im Zimmer? Irgendwas nicht gelesen? Was wir wissen müssen um die Notizen? Eos causa discimus. Eos causa discimus. Er hat alles mit diesem Spruch vollgekritzelt. Eos causa. Das hatten wir. Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herauskommen. Unsinn. Bücherregal noch mal ein bisschen recherchieren, vielleicht finden wir da was. Und das Wasser hatten wir schon. Wir haben eine Loop, vielleicht können wir damit irgendwas. Ich kann mal hier die. Windling würde sich die Haare raufen. Keine Zeit für Okay, ich dachte, wir könnten damit irgendwie was. Vielleicht hier, das hatte hier. Schon bessere Einfälle. Windlings Mittel gegen den Fluch. Ich brauche eine Ja. Vielleicht kann er damit was anfangen. Brauche ich vielleicht noch. Kommen wir wohl gerade nicht weiter. Ich hoffe, wir können hier wieder rein. Können wir. Ich werde mal kurz hier zurück.
Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der sie... Ich komme da mal kurz. Was steht hier geschrieben? Natürlich. Rabenspitze. Was hat das zu bedeuten? Aha. Ein neues Wort, die Rabenspitze. Da müssten wir doch mal in der Bibliothek nachgucken. Nein, 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 ach, verdammt. Was willst du? Nix. Bis später. Hier hinein und fragen wir mal den Feenforscher. Ach ja, mir fällt gerade auch auf. Er ist so ziemlich der Einzige, der hier ist. Und der Typ am Tor, wen meinst du? Wen von den ganzen Leuten? Sagt euch Rabenspitze etwas? Das hat Gwynling auf seine Zeichnung der Harfe gekritzelt. Wenn das nicht der Name eines Berges ist, vielleicht findest du einen Hinweis in den dirografischen Werken der Bibliothek. Geografie. Bin gleich zurück. Und war ich immer ganz schlecht. Geografie. Die Rabenspitze. 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 Hier, der Berg Rabenspitze im Steineichenwald. Und auf dieser Seite hat Magistra Dorota den Weg zur Zauberharfe aufgezeichnet. Hervorragend. Mhm. Haben wir die Seite? Können wir damit was? Haben wir natürlich nicht. Wir müssen reden. Bin gleich zurück. Müssen wir nicht. Können wir uns die Tafel nochmal angucken? Andergast vivat? Fatum est inscriptum. Fatum et. Dahinter muss ein Geheimnis. Oha. Die Tafel klemmt. Tafel klemmt. Die Ios-Tafel. Steht der Spruch wahrscheinlich drauf. Die Rillen und dieses Zauberglas behalte ich. Okay, vielleicht mit dem Messer, vielleicht können wir da was. Darauf hat uns der gewarnt, der Typ. Oha, ein Schlüssel. Aber wofür? Ios. Ah, okay, warte, ich habe eine Idee. Der Schlüssel, der könnte doch... Deswegen steht dort. Eos kauft. Er hat alle. Ja, Eos, er hat einen Hinweis drauf geschrieben. Am besten zerstöre ich hier drin nur das Allernötigste. Die Schrift ist kein Schlüssel. Sind das Zauberformeln? Eos. Vielleicht. Diese Tafel sitzt fest. Vielleicht doch nicht. Ja. Vielleicht passt es woanders hin. Vielleicht können wir den Schlüssel. Ist doch im Boden. Er könnte in dieses Loch passen. Aha, schön. Und was nun? Das Ganze dient hoffentlich nicht nur der Erbauung. Ach du Schande. Ein Rätsel. Reiter in Fex.
Friederung, hä? Ach du Schande. Das waren die Hinweise auf den. Auf den Tafeln. Stand doch hier die anderen Tafeln hier, die Tafeln hier. Warum können Magier nicht einfach in. Andergast vivat? Nee. Fatum est in scriptum. Fatum ist in Skriptum, vielleicht bringt das was. Ja, dann Fex in der Führung. Drum. Nee. Das hilft uns nicht weiter. Ja, also wir hatten doch eine Tafel, vielleicht noch mal, warte mal, ich kann die uns helfen. Die Eos-Tafel haben wir abgebrochen, vielleicht. Sieh an. Die können wir mitnehmen. Interessant, wenn man das Wort Eos umdreht, werden aus den Buchstaben Zahlen. Mhm. 5. Pi, 1, 3, keine Ahnung, 5, 12, 1, 3, 5, 12, 1, 3, das könnte gut sein, für die Tafel vielleicht. Tja, was ist, dass die 12 ist? Aber wo ist das die 12 ist? Das ist fünf, zwölf, eins, drei war das. Was die 12 ist, dann müssen wir ja 1, 2, 3, 4, 5. Was geschieht jetzt? 12 war das. Die 1 war das. Und die 3 wäre dann das. Nö. So, wenn das die. Den nehmen wir an, dass das die 12 ist. Aber die 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Ne, 1, die 12 brauchen wir. Die 12 ist dann das hier. Die 1 wäre dann das hier. Und die 3 wäre dann das. Nee, da war die 5 schon nicht richtig. Bis die 12 ist, 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Die 12, die 1, die 3. Nee, auch nicht. Sagen wir mal, das ist die 12. Das hier. Eins, zwei, drei. Wo ist die 12? Ist das die 12 oder ist das die 12? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder ist das die 12? Drei, wo ist die hier? Gibt es hier irgendwelche Orientierungen? Wo ist das hier? Das könnte mit viel Fantasie eine Sonne sein. Vielleicht ist es 12. 12, 1, 5, 12, 1, 3 war das.
2, 3, 4, 5, 12, 1, 3, nee, absolut nicht. Hier vielleicht 1, 2, 3, 4, 5. Dann mache ich hier die 12. Dann haben wir die 1. Dann wird die 1 und dann die 3. Oha! Das, was passiert. Okay, das ist, das ist die 12. Seltsame Uhr. Oha! Oh, ein W20-Würfel. Ist ja ein Pen and Paper Abenteuer. Was zum Henker? Das Artefakt im W20-Würfel. Eine Schrifttafel. Endlich eine Schrifttafel in meiner Sprache. Was leider nicht heißt, dass ich auch alles verstehe. Der Käfig des Asmodeus. Zur Verwahrung wertvoller oder verbotener Artefakte. Von kulminativer Schadensmagie umgeben. Besondere Obacht ist geboten. Die Schadenskraft überträgt sich auf jedes Subjekt oder Objekt, das mit dem Käfig in Berührung gerät. Sei es direkt oder indirekt. Was in den Käfig hineingerät, kommt somit nimmermehr hinaus. Unsichtbare Kraftfäden halten das zu verwahrende Desiderat im Mittelpunkt des Käfigs. Kronleuchter. Kerzenleuchter. Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runterziehen. Können wir den kaputt machen vielleicht? Geht nicht kaputt. Das habe ich auch nicht gedacht, dass das kaputt geht. Können wir vielleicht irgendwas... Den Krug können wir kaputt machen. Können wir den vielleicht... alten Zeiten willen. Wäre nicht das erste... Und Tonscherben einfach mal hier reinschmeißen und dann... Wenn ich sie einfach hineinfallen lasse. Die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Und jetzt mal... Wenn ich jetzt oben durch den Krug greife. Au, verflucht! Klappt's natürlich nicht. Aber wir haben einen Krug. Nein, so nicht. Ach, die Krug hat jetzt das Ding, das hat jetzt den Ring dort. Das Artefakt umgegriffen. Kommen wir jetzt mit der blutigen Mistgabel? Au! Natürlich nicht. Können wir irgendwie den Kerzenlicht irgendwie runterkriegen mit irgendwas? Stein raufschmeißen? Ich gucke nicht ohne Grund. Tokel, achso, ja. Messer haben wir schon probiert. Lässt sich das nicht sehr schlau. Das Buch verbrennen. Unwahrscheinlich. Mein Kopf ist leer. Buchverbrennung war noch nie das Vielleicht. Gute. Von hier aus würde aber die Karaffe lässt sich hier schlecht aufhängen. Von hier aus würde der Wein direkt in den Kiel fließen, aber die Karaffe lässt sich hier schlecht aufhängen. Okay. Mut noch. Natürlich funktioniert das. Jetzt können wir die Spitze abschneiden, dann haben wir hier ein
so ein Zuckerguss, wie so ein Zuckerguss-Ding, so ein Tropf, ein so ein Zylinderhut. Trichter, ja genau, Trichter. Ist den Wein dort. Zack. Natürlich. Warum ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Ist der jetzt abgekühlt oder können wir den jetzt greifen oder? Ich verzichte auf weitere Schläge. Oh, an Fakt des Jahres. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Okay. Nur wieder hoch. Okay, Finale noch nicht gleich getriggert. Wir müssen reden. Schau, Giacomo. Der Reif des Seers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort? Löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Allerdings, hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht. Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Hatten wir schon Fokus. Was genau kann als Fokus dienen? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Aha. Bin gleich zurück. Ja, wir was? Wir müssen reden. Soll uns das helfen? Was wisst ihr über dieses Art? Was genau interessiert? Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Schon. Bitte, Giacomo. Tja, jedes Wesen besitzt darin tief mit machtvoller Magie. Also will der Seher... Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar... Was sagst du da? Ach. Bin gleich zurück. Nochmal in der Bibliothek und dann nochmal nachgucken. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lange, als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Volk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. Aha. Wir müssen reden. Hat sich hier was getan? Was wisst ihr über... Was genau in... Fokus. Was genau kann... Es bedarf einer Haare, das richtet den Reif. Die Ingredienz muss mit... Bin gleich zurück. Verstehe nichts mehr. Können wir... Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Und wo kriegen wir jetzt ein Ziel... Dingens. Bitte was? Kann man die Weinkraft zerstören oder irgendwie? Nein.
behalte ich selbst. Was haben wir denn vom Seher, was... Wozu? Ein Gremium des Seers. Bücherregale. Und die Schriftstafel vielleicht noch aushebeln. Diese Tafel sitzt fest. Diese Tafel sitzt fest. Diese Tafel sitzt. Den Zauberhut vielleicht, den war. Blut vielleicht. Und der Mistgabe. Keine Zeit für Das ist der Blut von dem. Die Leute da draußen bringen sich bereits gegenseitig um. Was denkst du denn, weshalb ich mich seit Wochen hier einsperre? Das ist das Blut von dem anderen. Nochmal runter. Meinen Hut wieder mitnehmen. Ich verzichte. Okay. Ausgerechnet. Da helfen keine.